Hallo und herzlich willkommen zu Transport Viva 2, Folge 66 der Staffel Nummer 5. An einem hoffentlich für euch wunderschönen Montag. Für mich ist heute Sonntag, genau genommen 12 Uhr Sonntag. Wie ihr hört, ich bin ein bisschen spät dran heute. Ich sage ja öfter mal an, wenn ich so mache, mal eigentlich üblicherweise mache ich es morgens um 9 schon. Bin ich aber heute nicht so ganz zugekommen und auch hier schon mal so ein bisschen, ich sag mal, wie so eine kleine Ankündigung. Oder wir fangen erstmal so an. Ich bin heute ein bisschen spät dran, aus dem ersten Grund schon mal, dass es mal wieder der Spielstand nicht gespeichert wurde. Ich musste einen vorherigen Spielstand nehmen und musste alles nachbauen wieder. Ne, ich habe jetzt zum Beispiel auch hier an dem Holzteil hier den LKW-Stopp mit abgerissen. Das war in der alten Folge nicht. Naja, es musste ich wieder alles so bauen. Zuletzt hatten wir ja hier die Straße neu gemacht. Das musste ich auch nachträglich bebauen und umbauen. Hier bei der Autobahn den Stau, um versuchen, den Stau hier loszuwerden. Und so wie es aussieht, haben wir ihn soweit losgeworden. Hier unten ist noch so ein bisschen, aber das kriegen wir auch noch weg. Es wird noch, wird sich gleich noch auflösen, gehe ich von aus. So, zum einen schon mal das. Das war schon mal super nervig. Dann werde ich erstmal nur heute eine Folge aufnehmen können für Montag. Ne, wo ich ja gerade bei bin bei dieser Folge. Ich hoffe, dass ich dann Montag oder Dienstag die nächsten Folgen noch aufnehmen kann. Aber meine Woche ist richtig vollgepackt nächste Woche. Nächste Woche entscheidet sich bei mir beruflich ein großer Schritt. Da bin ich halt sehr eingespannt, angespannt. Ich weiß nicht, ob ich es hinkriege. Es könnte also gut sein, dass vielleicht eine Folge mal nicht kommt oder zwei. Das hat nichts damit zu tun, dass es nicht weitergeht. Es geht dann auf jeden Fall weiter hier. Auch in dieser Staffel geht es weiter. So, wir müssen hier übrigens nochmal gucken, ob das hier so voll ist. Weil hier noch andere Fahrzeuge reinkriegen. Mittlerweile bessere Busse hier. So, hier passen rein 25. Wie viel passen jetzt hier rein? 23. Ne, immer noch nicht. Immer noch kein, der außer, dass jetzt hier der schneller ist und ja auch schneller beladen ist. Das könnte man mal ausprobieren, ob sich das dann lohnt. Und wenn wir dann einfach hier nochmal zwei dazusetzen. Oder ein paar mehr so. Ne, da muss ich ehrlich sagen, ich bin mir da echt noch nicht sicher, Leute, ob ich dann das hinbekomme. Weitere Folgen. Und ansonsten schon mal nochmal den Hinweis oder was heißt nochmal? Auf jeden Fall Werbung dafür. Ich habe es jetzt geschafft, eine Umfrage zu erstellen. Bitte mal auf meinem Kanal nachschauen. Da ist eine Umfrage, wie wir in der nächsten Staffel anfangen wollen, in welchem Startjahr. Ich kann jetzt aber auch schon mal sagen, vermutlich wird die neue Staffel nicht vor meinem Urlaub starten. Mein Urlaub beginnt am 19. September. Da fliegen wir weg, meine Frau und ich. Ich werde wahrscheinlich so ein, zwei, drei Folgen vorher aufnehmen. Es kann sein, dass dann wieder ein, zwei Folgen nicht kommen wegen Urlaub. Und so spät, so nach dem Urlaub, wollte ich dann vielleicht mit der neuen Staffel dann schon mal anfangen. So war mein bisheriger Plan. Bis dahin wollte ich diese Staffel hier noch zu Ende bauen. Mal sehen, haben wir jetzt mittlerweile hier eigentlich auch eine neue Komposition, eine gute für uns. Neuer Schnellzug. Nee. Nichts Lohnendes. Aber ich würde mich halt freuen, wenn ihr schon an dieser Umfrage teilnimmt. Die Umfrage ist, wie gesagt, live gestellt. Die ersten 11 haben auch schon geantwortet, wann die Staffel starten soll. Interessant, so um die 1970 wird es wohl bis jetzt, Stand zur Sekunde. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall schon mal riesig, dass die so gut angenommen wird, dass die Leute auch da, dass ihr da, nicht die Leute, dass ihr da schon mitmacht. Darüber freue ich mich sehr. Ich freue mich übrigens auch über jeden neuen Kommentar. Über jedes neuen Abonnenten. Auch vielen Dank erstmal dafür wieder für die neuen Abonnenten. Guck mal kurz in die Kommentare. Das haben, wie gesagt, so ein paar schon dran teilgenommen an dem
an der Umfrage. Danke dafür. Zum Beispiel Wasser-Ali schon mal vielen lieben Dank, weil er schon mal geschrieben hat, dass er mit dran teilnimmt. Finde ich persönlich schon mal perfekt. Und auch hier, Wasser-Ali sagte oder schrieb halt auch schon, ja, vielen Dank, dass er schrieb auf jeden Fall, dass er neu ist und er hofft, dass ich weitermache. Und ja, natürlich mache ich weiter. Ne? Selbstverständlich, weil mir macht das hier ja genauso viel Spaß, das zu produzieren. Und was mir auch besonders viel Spaß macht und vor allem mir richtig viel Motivation gibt, sind immer wieder die Teilnahme von euch, die Kommentare, die Genesungswünsche, wenn was, so wie letztes Mal. Das sind so die kleinen Motivationsspitzen, die man so als Content Creator, kleiner Content Creator, bekommt. Wo man dann halt immer wieder sagt, jawohl, es gibt ja genug Leute, die das anscheinend schauen, die das gerne schauen, die dann Kommentare da lassen, etc. Und das ist so das, wo man sagt, jawohl, das, dafür mache ich das. Ich habe viele, die mir schreiben. Jeff Black zum Beispiel, von Anfang an dabei, schreibt immer wieder. Der liebe Wolfgang aus Kanada. Ne, allein sowas ist schon, finde ich persönlich toll, so aus so weit weg und guckt auch immer wieder regelmäßig. Freue ich mich auch riesig drüber. Dann zuletzt auch sehr häufig dabei gewesen Lucifer und Azuao. Ne, auch da vielen lieben Dank. Das sind so die Momente, wo man dann weiß, dafür mache ich das. Wie gesagt, es ist halt ein komisches Gefühl für jemanden oder jetzt für mich speziell zu wissen, Mensch, es gibt Leute, die freuen sich morgens, wenn sie aufstehen, Mensch, heute gucke ich mir wieder das Video von dem Parsec an. Das ist Wahnsinn. So wie es mir auch geht, wenn ich mich freue, wenn meine Lieblings-YouTuber Videos veröffentlichen, dass es das auch gibt, die bei Leuten, die das bei mir machen, finde ich wahnsinnig toll. So, wir gucken jetzt mal, ob wir unsere so viel Blabla bis jetzt, dass wir vielleicht mal so ein bisschen die Flugzeuge auswechseln, die Güterflugzeuge, wenn es bessere gibt. Und schließen nur noch das letzte Mal dieses Thema ab mit einem, wie gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Macht weiter so. Ich werde es auf jeden Fall tun. So, jetzt aber. Der fliegt 900 und da passen rein 66. Hier passen rein 51. Der kann ein bisschen schneller laden. Nee, das lohnt sich nicht. Die wechseln wir nicht aus. So, hier hinten ist es noch knüppelvoll. Was könnte man denn hier wechseln? Den müssen wir wechseln. Aber der ist schon. Ah, den haben wir schon. Ja, Moment. Da fällt mir ein. Ich habe ja einen Kommentar gekriegt und der hat recht, der Kommentator. Bei mir fahren so viele Linien auf kreuz und quer durch die Gegend. Azuao, natürlich. Ja, klar. Was? Und er hat, glaube ich, recht mit dem. Meine eigene Regel mit, wir haben hier nur ein einziges Zugdepot ist zwar gut und schön, stellt uns aber vor das Problem. Oh, neue Doppelstockwagen, da gucke ich gleich sofort mal. Und der passende Zug dazu. Stellt uns vor das Problem, dass die Züge sehr oft irgendwelche Irrfahrten machen. Was natürlich für uns ein bisschen schade ist. Und wir sollten doch vielleicht noch ein oder zwei Depots mehr setzen. Und da hat er recht. Ne, so Depots, wo man vielleicht nochmal so das ein oder andere mit draufsetzt. Ich muss nur gucken, wo ich sie setze. Aber dass das die Ursache ist, dass unsere Züge so wild hin und her fahren. Ne, weil Wildquälungsprobleme, Transport Viva 2 hat da natürlich auch mit recht, jawohl. Und so irren die stundenlang durch die Gegend, bevor die ihre ersten Sachen aufnehmen können, ihre ersten Passagiere aufnehmen können. Ne, gucken wir mal, ob jetzt hier tatsächlich zum Beispiel von dem, der hier so voll ist, du bist das, ne? Also. Hier, was fahren denn hier? Zwei völlig verschiedene Züge. Die werden wir als erstes auswechseln.
und ersetzen sie durch. Das ist ein neuer Doppelstockwagen. Da passen 33 rein. Hier passen 33 rein. Ja gut, verbessern tut er uns nicht. Ein bisschen leichter. Fährt aber ein bisschen langsamer. Gut, aber nehmen wir den mal. Ne, das müssen wir anders machen. Dabei sind 8 Waggons. Einfach nur mal gucken, wie lang der ist. Ich will nur sehen, wie lang er ist, um ihn dann zu wechseln. 226. So, jetzt kommt dann noch ein Zug vor und da gucken wir mal, welchen wir nehmen. Also wir brauchen hier nicht so eine hohe Geschwindigkeit. Sowas reicht hier schon, eine 181 oder so, ne? Aber wir haben doch da, glaube ich, den passenden Zug für bekommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? Haben wir das nicht so, dass extra dafür wir einen haben? Gucken wir mal nach Baujahr. Müsste ja gerade frisch dazugekommen sein. Oh, neue. Nee. Wir schwören können, wir haben einen Zug gekriegt. Oder ist das ein Diesel, der dazugehört? Ich hätte schwören können, da war ein Zug bei, der hierzu passend ist. Ist der unter Zugkomposition mit drin? Wäre ja auch merkwürdig, oder? Doch, da ist er. So. Nehmen wir doch die beiden mal und gucken uns den ganzen mal an hier. So, jetzt gehen hier auch deutlich mehr rein mit ihm. Ja, es ist gut. Das ist richtig gut, Leute. Kriegen wir richtig was weg auch. Schaffen wir hier auch mal ein bisschen was. Zählt auf, dass er keine Geschwindigkeit drauf kriegt. So, und da geht's rein. Müssten hier eigentlich auch schon ganzer Haufen Leute weggehen. So, mal sehen. Zack, 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 zack. Leer. Und da hat er einen ganzen Schwung weggenommen. Guckt euch das an. Das funktioniert jetzt. Ja, schön. Dann müsste das jetzt demnächst richtig leer werden. Können wir natürlich noch über die restlichen nachdenken, die so viel und so voll sind. Die auszuwechseln, so wie hier. Können wir mich auf jeden Fall auch weniger Züge fahren lassen. Ne, was schon mal gar nicht so verkehrt ist. Hier ist es noch der Intercity. Jawohl. Jetzt fangen wir an, hier Leute wegzutransportieren. Das ist super. Und den Kollegen hier noch.
Aber da fahren ja schon entsprechende Züge, finde ich. Also da müssen wir, glaube ich, nicht ganz so viel machen. Wir könnten hier die zwei jetzt vielleicht einfach ändern. Indem wir jetzt einen Pendelzug und dann maximal geht da wahrscheinlich noch. Ja, guck mal, bringt nichts. Macht keinen Sinn. Wie sieht's hier aus? Müssten wir den vielleicht noch mit wechseln? Weil nur hier ist so voll. Hier steht auch nicht besonders viel. Ist nur hier, wo viele stehen. Und dafür lohnt es sich nicht. Bin ich ehrlich, das lohnt sich nicht. Unser Intercity muss noch. Da müssen wir noch dran arbeiten. Die Regionalbahn. Die neue, die ist super. Hier könnte man vielleicht schauen, ob wir die modernisieren. Vier Stück auf dem kurzen Teil? Ja, aber ein bisschen viel, ne? Was haben wir denn hier neu? Die haben wir neu. Den hätten wir neu, aber das lohnt sich nicht. Oh, die hätten wir neu. Zack. Davon reichen zwei für die kurze Strecke. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, hier ist super, hier ist super, hier nicht. Was geht eigentlich auch noch? War reichlich voll hier, weil 300 Leute hier oben hin wollen. So viele wollen auch wieder zurück. Könnte ich. Mal sehen, wenn ich es jetzt bearbeite. Wenn ich den mal rausnehme. Die können schon 200, okay. Gewinnen wir was an Kapazität? Nö. Lohnt sich also auch nicht wirklich, weil langsamer will ich ihn nicht fahren lassen. Wie sieht es aus hier mit Stau in der Stadt? Hier mit den Trams könnte man hier vielleicht. Wir haben die, da passen 35 rein. Wird man auch die hier nehmen, ne? Wir könnten mal wieder den ÖPNV hier erweitern, indem wir mal hier rumfahren. Hier kurz schneiden. Bis hier hochfahren. Oder hier wäre eine Variante. Also hier lang, hier hoch, hier quer rüber, hier hin und dann hier.
hier quasi drehen lassen. Und dann quasi hier. 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 Hier halten. Hier halten. Hier halten. Und fertig. Neue Linie. Achso, Moment. Müssen wir jetzt erstmal. Oh, da oben gibt es neue Sachen. Neue kleinen LKWs. Neue Waggons, okay. So, Straßen, Werkzeuge. Straßenbahn mit Oberleitung, bitte. Hier, hier, hier. Hier lang, hier rüber. Hier hoch, hier quer. Hier entlang bis hier oben. Dann könnten wir hier noch einen Wegpunkt reinmachen. Bitte hier lang. Das ist ja eine Straßenbahn. Wir brauchen auch die Straßenbahnlinie als Anzeige. So. Passt. In Ober-Rudolstadt haben wir ja zwei Terminals. Das sieht auch richtig aus. Das passt auch. Müssen wir es jetzt nur noch umbenennen? Weil das ist dann nämlich die Linie 2 in Rudolstadt. Und dann setzen wir da jetzt Fahrzeug. Nehmen wir die aus Den Haag. Hier sollten erstmal reichen. Bei Rudolstadt. So. Gleich kriegen wir damit so ein bisschen Entspannung da rein. Und das müssten wir jetzt eigentlich so nach und nach mit allen machen, die das noch nicht haben. Wie sieht Woodstock aus? Oder hier besser gesagt Dillenburg? Dillenburg sieht auch recht voll aus. Und auch noch so viele alte Sachen durch die Gegend. Da müssten wir mal gucken hier. Das ist der Fernbus, der hier fährt. Nehmen wir den mal in modern hier. Die Linie 1 in Dillenburg ist auch extrem voll. Wow, Dillenburg ist auch extrem gewachsen, finde ich. Da müssten wir eigentlich in der Theorie auch zuschlagen und das gleich richtig machen. Ja, machen wir auch, kommt. Nicht so viel Tamtam hier drum. Hier fährt er lang, hier fährt er lang, da fährt er hier hoch. Oho. Wir uns den Spaß mal an.
So. Wir fahren hier, wir fahren hier. Und dann fahren wir mit der neuen Linie noch. Hier. Aber nein, wir fahren dann hier hoch. Der ist ja richtig, der fährt hier und sollte jetzt dann hier weiter. So, dann kommt der von hier. Dann geht er hier. Und hat nur überlegen, ob wir da eine Linie von machen. In der Theorie könnte man das ja, ne? Man sagt, wir machen jetzt mal eine Linie. Fährt hier. Fährt erst hier hoch. Kommt dann hier zurück. Fährt dann wieder hier lang. Fährt jetzt hier hoch. Bräuchten wir nicht so viele Linien, nicht? In einer Stadt. Kommt dann hier wieder an. So. Sieht doch erstmal gar nicht so schlecht aus. Die nennen wir jetzt nur halt neu in Linie 2 in Dillenburg. So. Müssen wir hier die Terminals eben bearbeiten. Ich will auf jedem einen einzelnen, jawohl. So, da möchte ich die Linie 1 in Dillenburg noch bearbeiten. Und zwar kurz pausieren. Habe ich hier schon. Habe ich. So, das war Linie 1 in Dillenburg. Da soll raus. Kirchgasse soll raus. Die Schlossstraße soll raus. Die Kirchgasse muss raus. Dann soll nach der Poststraße es hier hochgehen. Ganze hier zurück. Jawohl. Dann haben wir hier in der Mitte eine und hier eine, die fährt. Das sieht gut aus. So gefällt mir das. Und dann fliegen jetzt hier nicht die Löcher aus dem Käse, nein, die alten Bushaltestellen weg. Und die Straße kommt weg. Kann sich die Stadt hier wieder neu zubauen, neu erholen. Und schon haben wir jetzt hier drei wunderschöne Linien, die ich jetzt, glaube ich, noch ich könnte sie jetzt hier in der Mitte noch einmal miteinander quer verbinden. Einer kleinen Buslinie. Gucken wir mal. Und ja, ich habe jetzt mein Autosave erhöht.
das Intervall, weil ich jetzt echt auf gut Deutsch die Fresse voll hatte, liebe Leute. Das ist schon wieder. Nicht gespeichert hatte. Das nervt auf Dauer, ohne Mist. So, und dann lassen wir jetzt hier noch einmal durchfahren. Zack, machen hier eine Linie von. So. Und jetzt müsste das wunderbar hier einmal quer verbinden. Das ist die Linie 3 Dillenburg tatsächlich. Sollen wir nur mal sehen, wo wir jetzt das Fahrzeug für Dillenburg herkriegen. Weil wir hier nur das Straßenbahndepot haben. Wo haben wir hier das nächstgelegene Fahrzeugdepot denn? Hier nicht. Hier nicht. Da. Schon weit weg, ne? War gut, machen wir. Wir nehmen hier so einen schnellen. Mehr wie zwei werden wir erstmal, glaube ich, oder drei werden wir da nicht brauchen. So, und jetzt müssten wir eigentlich Dillenburg hier schön entspannt bekommen. Und natürlich Fahrzeuge müssten wir noch draufsetzen auf Linie 2 Dillenburg. Haben wir noch keine Fahrzeuge für. Nehmen wir diesmal hier aber sowas Kleines, glaube ich. Probieren wir es mit 6? 3 pro Seite? Nee, 4 pro Seite brauchen wir bestimmt. 3. Dillenburg, so. Guck mal, das Häuschen hierher. Die finden wir, glaube ich, jetzt auch bald. Oh, guck mal. Die Neoplans sind da. Jetzt können wir auf jeden Fall so ziemlich alles ersetzen, was wir ersetzen wollen. Und das machen wir hier auf jeden Fall mit dem Fernbus schon mal. Und dann ist ja auch schon bald Dichte. Boah, wie viele kommen denn hier noch? Guck mal, neue Flugzeuge. Nee, das war's für die nächste Folge. Oh, neue Schubboote. Alles was für die nächste Folge. Und ich glaube, hiervon brauchen wir jetzt auch nicht mehr so viel, ne? Hiervon verkaufen wir mal mindestens 2. Einen noch. Weil es ja nur noch eine Linie ist, die hier abgefahren wird. Aber bevor ich das vergesse, den machen wir. Den verhalten wir mal und den wechseln wir mal aus hier. Weil, guck mal, 100 und dann auch noch. In einer großen Kapazität. Auf geht's.
Das sieht jetzt ein bisschen komisch aus, ne? Findet ihr das auch? Bauen wir um hier, kommt. Die 2 Minuten nehme ich mir jetzt noch für euch, Leute. Ja. Gesamtkapazität passt jetzt. Das sieht doch jetzt deutlich besser aus hier. Jetzt, wo hier 65 Leute reingehen, jetzt geht das auch. Jetzt fahren wir auch Fernbusse, jetzt können wir auch viel mehr Fernbuslinien ansetzen. Mal kurz pausieren. Weil vielleicht habe ich hier tatsächlich schon das erste schöne Bus. Motiv. Das Foto so. Jetzt schreibe ich mir auf, dass wir natürlich alle Busse wechseln. Und Flugzeuge uns nochmal angucken. Ansonsten, meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen angenehmen Restmontag. Und wir sehen uns dann wieder hoffentlich am Mittwoch. Ich hoffe, dass ich das bis dahin alles hinkriege. Macht's gut bis dahin. Und bald, bevor ich es weiter sage. Denkt daran, bei Abstimmung dran teilzunehmen. Würde ich mich sehr darüber freuen. Nochmal vielen Dank an alle. Macht's gut bis dahin. Bye, bye. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.